Das ist nicht schwer. Hin und her, das ist nicht schwer. Sieh mal da. Wie fühlt es sich an, ein Kind zu kaufen? Ich klicke mich durch den Katalog einer Kinderwunschklinik. Hier können Frauen gespendete Eizellen bestellen, sie können künstliche Befruchtungen anmelden, Leihmütter buchen. Je nach Vertragsmodell liegen die Kosten bei 30.000, 40.000 oder 50.000 Euro. Das ist mehr als ein Mittelklassewagen. Das ist schon echt heftig. Die Website gehört zu einer Klinik in der Ukraine. Sie ist auf Deutsch. Für deutsche Frauen, die keine Kinder bekommen können. Ich versuche, einige dieser Frauen per Facebook kennenzulernen. Grundsätzlich waren die alle sehr skeptisch, dass man als Journalist da einsteigt, sich der Gruppe anschließt und nachfragt. Nur eine antwortet. Sie sucht eine Leihmutter, eine Frau, die ihr Baby austrägt. Und wie lange suchen Sie denn schon? Sandra will unerkannt bleiben. Eine junge Frau, die keine Gebärmutter hat. Es ist doch eigentlich was Natürliches, was jede Frau kann. Jede Frau kann eigentlich ein Kind kriegen. Nur dann ist dann halt die Situation wie nicht, ne? Und das wäre halt die einfachste Möglichkeit halt per Leihmutterschaft. Und warum wird es uns dann noch verwehrt? Sandras Eizellen wurden schon mit dem Samen ihres Mannes befruchtet. Einer Leihmutter sollen sie eingesetzt werden. Sie soll das Kind gebären und dann an die biologischen Eltern zurückgeben. Gegen Geld. Das Verfahren aber ist verboten in Deutschland. Grund? Geld könnte gerade arme Frauen dazu drängen, ihren Körper vermieten zu müssen. Da gab es eine bestimmte Seite. Ein ethisches Dilemma, über das wir auch in der Redaktion diskutiert haben. Fünf Frauen, die sich als Leihmütter ausgegeben haben. Sandra zeigt mir Dutzende Seiten im Internet, die Leihmutterschaft als ganz normale Dienstleistung präsentieren. Auch Webseiten mit Kontakten gegen Vorkasse. Das sind halt natürlich andere verzweifelte Wunscheltern, ne, die dann denken, okay, das ist ja normal. Sandra hat eine Leihmutter in Deutschland gesucht. Verhandelt man da? Und wenn ja, über welche Summen reden wir da jetzt? Also es gibt Leihmütter, die verlangen dann wirklich so 25.000 Euro. Ist 25.000 das Maximum, was da gefordert wird, oder geht das auch drüber? Das geht auch weiter. Bis? Da gibt es keine Grenze nach oben. Nach oben hin gibt es nie eine Grenze. Also ich habe auch schon eine Frau gehabt, die wollte 35.000 haben, mindestens. Das kann ich auch im Ausland machen. Da bin ich halt auf der sicheren Seite irgendwo. Denn in vielen Ländern ist Leihmutterschaft legal. In Kliniken in den USA etwa für 100.000 Euro, in der Ukraine, Laos oder Kenia für viel weniger. Besonders groß war der Leihmuttermarkt in Indien, bevor die Regierung ihn verboten hat. 2015 schon für Kundinnen aus dem Ausland, 2017 auch für wohlhabende Inder. Heute ist Leihmutterschaft nur noch als Geschenk unter Verwandten erlaubt. Die 25-jährige Rinko erzählt meiner Kollegin, wie viel sie als Leihmutter verdient hat. Eine Schwangerschaft umgerechnet etwa 4.000 Euro, so viel wie ihr Mann als Rikscha-Fahrer in 3 Jahren verdiente. So konnten sie den eigenen Sohn in die Schule schicken. Allein in Indien, ein Markt mit schätzungsweise 2 Milliarden Euro Umsatz pro Jahr. Wird ein Verbot das wirklich beenden oder nur in die Illegalität treiben? Aber das kam einfach für uns irgendwie nicht in Frage, weil die Frauen, wie die da gelebt haben. Und das ist halt wirklich Abzocke. In der Ukraine etwa, erzählt Sandra, müsste sie 35.000 Euro zahlen. Doch nur 7.000 bekäme die Leihmutter. Der Rest der Profit der Kliniken. Von solchen Bildern träumen Frauen wie Sandra. Selbst schwanger sein, ein Baby bekommen. Ihr Kind wird aber von einer anderen Frau geboren werden. Sie hat eine deutsche Leihmutter gefunden. Im Herbst bekommt sie Sandras Embryo eingesetzt in einer Klinik in der Tschechischen Republik. Als Entschädigung wird Sandra ihr 8.000 Euro bezahlen. Fühlen Sie sich da eigentlich auch so ein bisschen kriminell, eine Sache zu machen, die eigentlich verboten ist in Deutschland? Es ist in Deutschland an für sich
ist Leihmutterschaft nicht verboten. Es kann auch nicht bestraft werden. Es ist nur die Durchführung in Deutschland verboten. Okay. Und deswegen habe ich immer gedacht, dass es vielleicht irgendwo so eine Lücke gibt. Weil wir machen ja nicht die Durchführung in Deutschland, theoretisch. Mhm. Wir fahren ja dafür ins Ausland. Aber wir wollen ja danach zurück nach Deutschland. So wie es halt scheint, müssen wir halt diesen Weg gehen, dass wir das im Ausland mit der Befruchtung alles machen. Und ich es dann eigentlich im Endeffekt nur noch in Deutschland dann irgendwann adoptiere. Und also mein eigenes Kind adoptieren. Ich bleibe etwas ratlos zurück. Ich kann mich in die betroffenen Frauen und auch in die Leihmütter hineinversetzen. Und trotzdem Unbehagen. Angesichts eines Marktes, auf dem Kinder zur Ware werden.